gesehen. Sie sind wie eine Infektion. Das Ding, das uns tot sehen will? Es übernimmt Orte wie diesen und macht Killermaschinen. Es nennt sich Hephaestus. Diese Kabel blockieren den Weg nach oben. Ihr zwei wartet hier. Ich finde einen anderen Weg. Okay. Wenn man auf diese Platte tritt, wird etwas aktiviert. Die Teile der Säulen scheinen sich zu drehen. Vielleicht stoppen sie, wenn ich auf sie schieße. Und geben meinen Weg frei. Hat geklappt! Landgötter bestimmt. Kein Untaro hat ihn jemals betreten. Aber ich musste, oder? Einmal zu helfen und Pfad zu finden. Was ist das da hinter der Wand? Was es auch ist, es ist riesig. Weg ist sie. Sieht schwer aus. Ich glaube, ich krieg die Kiste durch den Schild. Aber ich gehe lieber außen rum. Zahnräder der Säulen sollten jetzt freiliegen. Scheinen dieses Mal nur zwei Säulen zu sein. Das zweite Gesicht. Sind überall auf dem Knoten.
kann ich ihn überrollen? Sie ziehen sich zurück. Wir können die Lüftung hochklettern. Wie kommen wir rüber? Der Knoten auf der anderen Seite ist von Kabeln umwickelt. Ich versuche hinzukommen. Wir warten. Ran. Das ganze Metall ist so kalt wie im Winter hier. Weit ab von der wärmenden Sonne. Komme ich wieder hoch? Alles okay da unten? Ja. Er verbringt ja nichts.
wir tun können. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Rüstung an Einheit G-Typ 1 transferieren. Wer ist das? Hephaestus. Er hat hier alles übernommen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Da ist wohl noch ein Knoten auf der anderen Seite. Bei der Tür. Was macht dein Ding? Wie kommt man zum Knoten auf der anderen Seite? Treibstoffversorgung von Einheit G-Typ. Ich kann sie erreichen, wenn ich gleite. Immer noch keine Spur. Umsatz um 20% erhöhen. Zusatzverteilung J1 Zeta einschalten. Sekundärpakete zu Materialbucht 5 und 12 transferieren. Einheiten A59 bis B24 laden. Rüstungsauswertung Alpha ausführen. Leitungen 9HX umschalten. Rüstungsauswertung abgeschlossen. Ausstattung für Einheit G-Typ 1 erhöhen. Gamma Matrix 5 aktivieren. Treibstoff von Einheit G-Typ 1 starten. Durchsatz um 20% erhöhen. Alpha-Ausführung.
Wer ist Hephaestus? Und was will er an diesem Ort? Er hat schon früher Anlagen übernommen, um tödliche Maschinen zu bauen. Aber er war nicht immer feindlich. Er war einmal Teil von etwas Gutem. Etwas namens Gaia. Auswertung abgeschlossen. Eine Waffe aus ihr gemacht, die früher oder später genutzt werden wird. Und dann ein Klang. Wenn mein Volk sieht, was daraus geworden ist. Wenn eine seiner Gottheiten es angreift. Ihr wisst, was zu tun ist. War. Knoten sein, den ich überbrücken kann, um sie abzuschalten. Großen!
Das war's. Sie trauert um eine Maschine, die uns fast umgebracht hätte? Sie ist immer noch ihr Gott. Ich trauere nicht um einen Gott oder eine Maschine, sondern weil ich meinen Glauben verloren habe. Weißt du, so, wenn du willst, kannst du heimgehen. Habe ich noch ein Heim? Und wenn ja, wie lange noch? Kannst du unsere Lande wirklich heilen? Mein Volk retten? Und wir fangen hier an. Eindringling identifiziert. Zerstörer der Wurmstätten Epsilon. Dieses Mal nicht in der Stadt. Nicht schlecht. Na dann mal hoch. Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Aloy, der Kern. Mein Fokus zeigt Hologramme darauf. Sieht wie Maschinen aus. Müssen Überbrückungen sein. Wissen darüber, wie man Maschinen zähmt. Und das kannst du lernen? Finden wir es raus. Hast du alles? Ja. Dann beeilen wir uns lieber. Hallo Absolventen der Ursprungsanlage 9. Willkommen in der... Das klingt gar nicht gut. War das der Geist? Minerva? Ich glaube nicht. Zumindest nicht direkt. Achtung! Das gesamte Personal muss die Anlage verlassen. Unverzüglich! Irgendetwas will uns hier nicht. Was genau war das hier? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Zumindest funktioniert die Notbeleuchtung. Was war das gerade? Minerva ist definitiv hier. Und ich glaube, sie will uns aufhalten. Ich gehe vor. Vielleicht finde ich einen Eingang. Sollen wir sicher nicht mit ihr mitkommen? Minerva kann gefährlich sein. Ich schaue, dass es sicher ist. Okay. Wenn du uns brauchst, wir sind hier. Huh.
Okay, ich muss Minervas Versteck finden. Ich muss einen Weg finden, auf die Systeme der Anlage zuzugreifen. Nein, tut mir leid. So leicht wirst du mich nicht los, Minerva. Ha. Vielleicht kann ich sie aufziehen. Wofür sind die ganzen Kabel in der Mitte? Wohin sie führt. Mir weht ein Luftzug. Vielleicht ein Ausgang aus diesem Schacht. Scheint ein weiterer Teil der Anlage zu sein. Die Tür ist zu. Durch die Tür komme ich jetzt wohl nicht durch. Ich sollte umkehren. Vielleicht ist hier noch was. Und ich bin draußen. Ich muss einen Weg zurück in die Anlage finden. Vielleicht kann ich oben am Berg nach einem Eingang suchen. Wenn ich Minerva zur Zusammenarbeit bewege, kann ich sie mit Gaia verschmelzen. Sie endlich zurückbringen. Dann käme alles in Ordnung. Die Plage, die Stürme. Vielleicht hilft sie mir herauszufinden, wer die Fremden im Testlabor waren. Warum hatten sie einen Klon von Elizabeth? Und warum wollten sie ein Backup? Sollte zu der Kante gleiten können. Ein paar der Steine sehen locker aus. Ich glaube, die kriege ich weg. Aha, noch ein Schacht. Okay, jetzt muss ich da irgendwie reinkommen. Sieht wie eine Kuppel aus. Wofür das wohl ist? Warnung! Systemkern Eingriff! Minerva, gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert.
Das war früher mal anders. Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutem. Gaia. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dran? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden, wie du es warst. Das Elend endet dann. Danke, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Minerva wieder her. Heuristische Matrix initiieren. Also ist es Aloy, nicht Elizabeth. Es gibt viel zu besprechen, aber die Initialisierung meiner heuristischen Matrix wird noch einige Minuten dauern. In der Zwischenzeit schlage ich vor, du machst dich mit der Einrichtung vertraut. Das ist unsere beste Wahl als Operationsbasis. Und du kannst die Geräte jetzt schon verwenden, um deine Maschinenüberbrückung zu verbessern. Okay. Ja, das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff? Sie werden bald hier sein. Gut, aber bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja, dir. Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. Val, so. Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Ich habe ein Netzwerk zwischen euren Fokussen eingerichtet. So könnt ihr aus der Ferne kommunizieren. Okay. Und was war das hier? Eine regionale Schaltstelle, von der aus Zero Dawn Nachkommen Terraforming-Prozesse im Gebiet überwacht hätten. Ich schlage vor, du erkundest die Anlage, Aloy, bis meine Initialisierung abgeschlossen ist. Was ist das hier? Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Das soll also ein Labor sein. Das war der eigentliche Zweck.
Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Ich schau's mir an. Ich brauche für die Überbrückung wohl noch Daten von Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen. Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Wenn du fertig bist, kehre in den Kontrollraum zurück. Wir haben viel zu besprechen. Das sollte ein Zugriffspunkt auf fortgeschrittene Trainingsmodule über Terraforming-Prozesse sein. Leider wurden diese... Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal sein. Erinnert mich an das Bettenhaus für die Aspiranten am Vorabend der Erprobung. Das hier war als Versammlungsbereich für das Schaltstellenpersonal gedacht. Hier würden ganz schön viele Leute reinpassen. Oder vielleicht erstmal nur ein paar. Geht ihr beide voran. Ich will mich ein bisschen umsehen. Ich kann also notfalls zurück nach Osten, wenn wir hier fertig sind. Korrekt. Oh, hier unten war ich schon mal. Hier bin ich in die Anlage gekommen. Wozu ist das ganze Zeug? Diese Anlage wurde gebaut, um enorme Datenmengen des Terraforming-Systems zu verarbeiten. Hier sollte alles gespeichert werden. Sieht wie eine Art Lagerraum aus. Okay, vielleicht wird es Zeit, mit Gaia zu sprechen. Dann mal nur zu. Hallo, Aloy. Hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja, aber erst habe ich zwei große. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Empfange. Von Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Und Hephaestus? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen. Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden.
Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Also Aether, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Master-Überbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere wird es reichen. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Sie hatten Servitoren und einen Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat dein Fokus aufgezeichnet. Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Eine so große Entfernung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Okay, also was ist so weit weg und warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Sirius? Da wollte Phazineth sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Es sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten, soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Phazineth? Ja, davon gehe ich aus. Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Ja. Wenn wir sie haben, können wir uns auf die Wiederbeschaffung von Hephaestus konzentrieren. Wenn das gelungen ist, habe ich die vollständige Kontrolle über das Zero-Dawn-System und kann so viele Maschinen herstellen, wie es braucht, um Phazineth zu besiegen. Eine Maschinenarmee? Das klingt gut. Also, die drei Unterfunktionen. Was weißt du über ihre Positionen? Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren.
Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Aether ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings scheint es sich inmitten von Tenakt-Gebiet zu befinden. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus, aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Das ist schön ausgedrückt. Was ist mit Poseidon und Demeter? Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von hier gesucht. Meine geografischen Daten weisen dort auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Eine Ruine mitten in der Wüste, ja? Seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Stimmt. Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Okay, also müssen drei Unterfunktionen beschafft werden. Aether irgendwo tief im Tenakt-Gebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Ich hole mir wohl Aether. Dann lege ich Aether auf deinem Fokus als Ziel fest. Wenn du Erfolg hast, kann ich damit vielleicht die schlimmsten Stürme der Region bändigen. Aber ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle über Maschinen, um die Biosphäre dauerhaft zu stabilisieren. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern. Ich werde außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich weiß, dass auf dich viel Arbeit wartet. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht, also... Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, ich schaffe das alles? Das System vereinen, Farzenith besiegen, ihrem Beispiel folgen? Definitiv. In ihrer letzten Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich. Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Danke, Gaia. Also ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Rheinklang, falls du nach Osten zurück willst. Bar? Daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du's, Aloy? Ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Gaia? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drohnenbasiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Ich sende die relevanten Daten an deinen Fokus. Dieses Psyclops ist also ein Netzwerk, das die Verschlechterung in der Biosphäre überwacht. Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Wenn ich die Drohnen in der Wildnis aufspüre, käme ich an ihre Daten heran. Ich könnte die Verbindung und die Anzeige wiederherstellen. Fehler, Daten unvollständig. Fehler, Drohnenfeed nicht verbunden. Fehler, Drohne offline. Fehler, Drohnenfeed nicht verbunden.
Fehler. Daten unvollständig. Fehler. Drohne offline. Fehler. Daten unvollständig. Fehler. Drohne offline. Fehler. Drohnenfeed nicht verbunden. Okay. Ich muss Aether für Gaia zurückbringen. Baal und Zoe warten am Westausgang auf mich. Ich könnte auch erst nach Osten gehen. Nachsehen, wie es Reinklang nach dem Angriff geht. Oder ich sehe mich hier noch etwas um. Ja, ich glaube, es ist besser so. Nach dir, Aloy. Ich muss weiter nach Westen. Ich sammle mehr von Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier bleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Ich will euch nicht loswerden. Das ist Training. Also, ich gehe wieder nach Osten und hol Erend. Bring ihn her. Schau, Verbündete. Freunde können helfen. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Okay. Dann nimm die. Einer für jetzt, einer als Reserve. Und du? Gehst du mit ihm? Nein. Nach den Geschehnissen in der Höhle bleibe ich lieber erstmal hier. Ich muss über vieles nachdenken. Wenn du wieder zurück bist, kann ich dir vielleicht etwas beibringen. Ich freue mich drauf. Wann kommst du zurück? Ich weiß noch nicht. Aber hoffentlich habe ich dann eine von Gaias Komponenten. Vorsicht da draußen. Sogar in Reinklang hörten wir davon, dass die Tenakt unter Stürmen, Maschinen und jetzt Regala leiden. Macht euch keine Sorgen. Ich komm klar. Gute Jagd, Aloy. Ich weiß nicht, wo ich die fehlenden Teile finden kann. Ich werde mehr erkunden müssen. Der Schnee bedeckt das Land.